Herzlich willkommen zum Video. Ja, wir haben da einen Megakarton vor uns. Ich glaube, man erkennt schon, was das ist. Ja, ich habe die letzten Monate was nebenbei immer gebaut. Also nicht alleine, ich habe so was gebaut. Ich habe sich auch länger gezogen. Gut, das sind auch, ich weiß nicht, ob der, ne, könnt ihr nicht sehen, die Teile hier. Es sind auch 7537 Teile, deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Das war ja damals in einem dieser Mega-Holz drin. Und genau. Das wird jetzt aufgebaut. Es steht da hinten. Ich werde jetzt nachher rüberkarren. Weiß nicht, ob ich einen Hubwagen brauche oder so. Müssen wir noch gucken. Nein, brauche ich nicht. Ich habe es schon durch die Gegend getragen. Aber gefühlt braucht man das, wenn man diesen Karton sieht. Das Set ist absurd. Fassen wir es so zusammen. Das Set ist einfach absurd. In allen Ausmaßen. In allen Ausmaßen ist das Ding absurd. Preis geht. Verhältnis zu Größe und Teilanzahl geht der Preis an sich in der Lego-Welt ist ja auch nicht absurd, aber wenn man überlegt mit, man sieht es hier vielleicht noch, kann ich auch erkennen, da ist soll 250 da stehen, ist es trotzdem, wenn man mal realistisch ist, absolut teuer, aber nicht halt in der Doppelsteinwelt, da ist das noch solide. In der Lego-Welt ist es noch solide. Wir wollen uns den Karton ja eigentlich mal angucken, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich ihn vernünftig zeigen soll, aber das ist auch, der ist einfach zu groß. Ja, wir gucken mal drauf. Also hier sehen wir schon so ein Feature, ich weiß nicht, was da steht, aber ich würde sagen, es ist Beleuchtung und ich weiß, es ist Beleuchtung, denn das Ding ist beleuchtet mit einer guten Variante. Nicht die beste Beleuchtung, aber ich finde eine solide Variante, die man so machen kann. Man sieht mal wieder voll meine Lampen hier. Ich muss eigentlich mal versuchen, die ein bisschen zu dimmen für die Videos. Wie fangen wir an? Ja, fangen wir doch mal oben an. Das ist natürlich das Pandas Lieutenant Hospital. Das ist auf jeden Fall nicht das Arkham Asylum. Ich weiß auch nicht, wie auf diese Idee kommen könnte, dass es ein Arkham Asylum sein könnte. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich, auch vom Aussehen und was da drüber steht, ich verstehe nicht, wie darauf kommen könnte. Genau, wir haben jetzt siebenmal diese Lightbricks nämlich drin. Das wird wahrscheinlich Lightbrick heißen, oder? Ja, und hier oben haben wir nochmal Three Layers Superposition Com. Bin ich, weiß nicht. Es sind auch keine drei, es sind drei Etagen, weil ich weiß nicht, was jemand sagen wollte. Es sind drei Etagen, ihr seht sie ja schon. Und Dach. Ja. Das ist die Front. Ich finde Kartons, die ist jetzt nicht herausragend, aber ich finde gut. Hier haben wir nochmal das. Dann nochmal die Layers, finde ich ein sehr schönes Detail. Die Seite hier ist relativ langweilig. Aber passt, muss ja auch nicht übertrieben sein. Rückseite ist dagegen wie ein Ticken spannender. Nämlich dreckig, ich habe ja Bluebricks bestellt oder China, das ist jetzt Auslegungssache. Ich schiebe es immer auf Bluebricks, aber es ist wahrscheinlich China. Hier ist ein bisschen Innenraum, den kann man so wie er da ist nicht in echt sehen, weil man sieht ja schon, dass es auseinandergebaut wäre. Cool, wenn man es aufmachen könnte. Aber hier sehen wir auch mal die Layers, ein paar Details, die werden wir alle sehen. Wahrscheinlich nicht heute im Video, ich glaube, es werden zwei Teile für dieses Ding, weil ich brauche alleine gerade, weiß nicht, 3 Minuten für diesen Karton, um mich durchzuarbeiten. Ja, was auch ganz schön finde, ist, wie hier an der Seite, wenn man schon so ein großes Set für ihn kauft, nochmal so Thank You reingedrückt ist. Das ist halt nett von den Chinesen. Ah ja, und hier drin sind nochmal zwei Unterkartons, weil so wird der Karton sehr wackelig, wenn er einmal voll ist. Deswegen sind zwei Kartons drin. Die auch interessant bedruckt sind. Ich weiß immer noch nicht, wie er darauf kommen könnte, dass das Arkham Asylum ist. Ich weiß nicht, wie er darauf kommen könnte. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, ja. Aber ich mag die Kartons, die sehen cool aus, wenn man die nebeneinander stellt. Sieht man natürlich nicht, wenn man sie rausholt, aber ja, ich überlege gerade noch, wie es muss. So. Es ist auf keinen Fall ein Batman-Zeichen. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob aus Ideen kommt. Hier oben ist es mit A und B beschriftet, aber jetzt kommt nicht auf die Idee, dass er erst mit Box A braucht. Ihr müsst einfach rauskippen und gucken. Bei mir waren die Boxen, die drunter hast du 8 Bautüten, aber die waren irgendwie durcheinander gewürfelt und Anleitungen sind, waren glaube ich beide in B drin oder so eine Kacke. Ja. Und ihr habt danach auch kubikmeterweise Altpapier, wenn ihr den Karton nicht haben wollt. So. Und auch sehr viel Plastik. Ich habe meine Lampe abgerissen. Weil es natürlich sehr viele Tüten. Aber das Ding ist in 8 Bauschritten unterteilt. Wir haben zwei Anleitungsschinken dabei, wirklich Schinken. Also es geht eigentlich noch. Für 7500 Teile ist das okay. Teile sind ein paar übrig geblieben. Und das hier ist ein Fegus, weil eigentlich sollte das so eine Klemme sein. Deswegen ist ein Gargoyle hier oben drauf nicht ganz schön. Ja. Wir haben hier auch ein Pandas Brick Separated, auf keinen Fall dem Lego-Ding sehr ähnlich sieht. Noch nicht hier oben so das Viereck fürs Lego-Zeichen drin hat. Nein, das ist ein ganz kreativ eigener.
Und das Set, ja, es hat auch Sticker. Aber es hat auch genug Prints. Wollen wir nicht drüber beschweren. Die Sticker hier sind fein. Muss immer bedenken, es ist an sich bei nur 250 Euro dieses Set für 7500 Teile mit Licht, Sachen drin und Drucken. Und wir haben dann am Ende so viele Sticker. Das ist vollkommen fein. Aber kommen wir zu den Anleitungen. Die sind soweit kein Problem. Sind auch ziemlich gleich groß. Und ja, ich zeige euch mal zum Beispiel hier was. Man baut halt einfach drauf los. Spannend bei den Dingen ist, man hat irgendwie hier so eine 4x16, glaube ich, Platte, also richtige Bodenplatte. So eine weiche Baseplate kannte ich so noch nicht. Finde ich eine coole Sache. Hinten raus ein bisschen erweitert das Haus. Weil zwei Baseplates sind ja noch nicht groß genug. Ne? Man muss es noch ein bisschen weiter machen. Man baut hier. Und die Bauschritte am Anfang sind groß. Denn man baut, kann ich es vielleicht gerade per Zufall finden, denn man baut am Anfang, ich glaube aus den ersten beiden, das ist ein Erdgeschoss und das sind dann Mörderabschnitte, Teile, zahlenmäßig. Und danach auf der nächsten Etage wird es nicht besser. Ja, man sieht zum Beispiel hier, man baut das Geschoss fertig. In dem Bauschritt waren es 155 Schritte. Also es geht gut voran. Wir können euch mal hier nochmal zeigen, wie viel dann der zweite sind. Ihr werdet auch gleich erfahren, wie viele Schritte es insgesamt sind, natürlich. Sind wir bei 400, knapp über 400 Schritten. Das heißt, die Bauschritte sind mal kurz 52 Schritte passiert. Und pro Schritt passiert hier was. Da gehen locker 5 Teile jedes Mal pro Schritt drüber. 5 bis 10 Teile. Das ist gar kein Problem. Ja, den Zaun bauen hier ein bisschen repetitiv, aber das sehen wir ja gleich. Genau. Allein die erste Bauanleitung sind 647 Schritte auf 207 Seiten. Und die Anleitung ist wirklich gut. Also gegen die Anleitung hab ich kein Problem, kein Mecker einzuwenden. Super Anleitung, 1A-Ding, genau. Was so manchmal spannend ist, ich weiß nicht, ob ich gerade ein gutes Beispiel für euch finde. Sie verbauen gerne Sachen irgendwo hier und dann ist da noch eine Plate aufgebaut. Muss man also aufpassen. Ja, wir sind dann durch mit dem achten Bauabschnitt, wo man dann noch Dachverzierung baut, ungefähr hier. Ja, hier sind wir durch. 200 Seiten sind nochmal und 1228 Bauschritte sind es insgesamt. Da ist man beschäftigt. Da geht es voran. Und ja, der Durchschnitt liegt irgendwo bei 6 bis 7 Teilen pro Bauschritt. Finde ich gut. Ja, Teilliste ist dabei, nur leider ohne Nummer. Und die Teilliste ist lang, weil die Teile sind sehr groß gedruckt. Und ja, manche Teile werden oft verbaut. Wenn man dann guckt hier. 48, aber ich glaube, da finden wir noch mehr. Man sieht immer wieder Prints hier dabei. Also hier wird nicht gespart. Das gefällt mir sehr gut. Das sind die Anleitungen. Monster-Dinger. Anleitung war super. Ja, können wir durch. Ich hole da mal diesen Koloss her. Ich weiß noch nicht, wie ich das filmen soll. Aber wir werden es wieder versuchen. Das hat ja gerade auch geklappt. Bis sofort. Ja, da steht der 7.000 Teile, 7.500 Teile Oschi vor uns. Und ja, es wirkt so einfach schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. In diesem Video werden wir wahrscheinlich uns nur das Äußere angucken, sonst wird das Video zu lange. Und es würde das Set, wenn ich nicht würdigen würde, einfach ein Video abhandeln. Ich hätte euch gerne den Bau gezeigt, aber es soll ein ganz entspanntes Bauen werden. Deswegen gucken wir uns das Ding jetzt an und gehen uns hier ganz langsam durch. Gucken wir uns das Ding auch von außen an. Wenn ihr Staub drauf sieht, das Ding wurde innerhalb von, was haben wir jetzt? Juni, knapp über 6 Monaten gebaut. Immer phasenweise wurde mal gebaut, dann nicht mehr. Ne? Es wurde teilweise einen Monat nicht gebaut und dann stoppt das Ding halt hardcore zu bei mir im Zimmer. Passiert. Ja. Ich weiß nicht, wie ich durchgehen soll. Ich kann euch kurz ein paar Sachen zeigen. Hier die, meine ich, sollen eigentlich dunkelgrau. Ihr seht sie gar nicht. Ne? Das hier und das hier soll dunkelgrau sein. Sie waren in hellgrau nur dabei. Das war an ein, zwei Stellen so, dass die nicht da waren. Und ich habe, da wurde sich nicht verbaut. Das Teil wurde auch in dunkelgrau nicht in dem ganzen Bauabschnitt verbaut und auch nur hellgrau, und es waren zwei hellgrau dabei. Es war falsch gepackt, das war noch einmal irgendwo so und innen drin ist eine Fliese zerdrückt. Die ist irgendwie platt gedrückt, so ein Jumper, der platt gedrückt ist, den kann man nicht benutzen. Man muss immer bedenken, wo wir von welchem Preis wir hier reden, und sonst sind die Teile super. Und im Gargoyle war ein Teil Fehlguss, deswegen musste ich ein bisschen notoperieren bei ihm. Deswegen sieht der auch einen Ticken anders aus. Ich kann aber gucken, ob ich ihn finde gerade für euch. Ich nehme euch mal zwei. Das ist mein notoperierter. Da sind jetzt so eine Kelle, die hatte ich übrig. Und so sieht der halt aus. Und eigentlich sollen sie so aussehen.
tut sich jetzt nicht wirklich was. Ja. Und ich glaube, wir hatten noch einen Filter hier drin. Ja, man sieht sogar hier vorne. Man sieht sogar direkt. Da seht ihr ja. Ich mache euch noch ein bisschen höher. Hier sitzt der Gargoyle. Hier sitzt ein Gargoyle. Da fehlt so ein Brick. Und den hat man auch nicht falsch verbaut. Der fehlt. Es läppert sich ein bisschen zusammen, ne? Aber ich finde, wir sind hier noch im soliden Rahmen. Ich kann hier vorne das auch noch umbauen, dass man es hinten hat. Das sieht es ja keiner. Ich finde, dass wir sind hier noch im feinen Rahmen. Ansonsten, zu dem Set. Wir können jetzt mal langsam durcharbeiten. Wir können uns generell mal die Front angucken. Man sieht, wir haben sehr oft diese Fenster hier. Die machen im Bau auch nach dem zweiten nicht mehr den großen Spaß. Und dabei haben wir auch ein bisschen Teileproblem. Ihr seht es vielleicht hier. Könnt ihr es hier erkennen? Hier sieht man es. Oder hier. Die biegen sich immer ein, die Plate. Weil ich glaube, in dem die 1x1 Plates sind zu dünn. N Mikrozentimeter. Mikrometer. Wenn überhaupt. Es läppert sich halt aber zusammen über den ganzen Bau. Ich glaube, die sind wirklich ein Ticken zu. Die sind 1%, sagen wir mal, zu klein. Das verzieht sich dann bei Fenstern, weil da werden mehrere verbaut. Deswegen verzieht sich das über die ganze Strecke. Ich glaube, da werden 4 oder 5 pro Seite verbaut. Also ihr wisst jetzt auch ungefähr, wie graue 1x1 Plates hier drin sind. Weil die Fenster sind nur an der Front. Aber trotzdem. An der Rückseite auch. Ja, Vorder- und Rückseite die Fenster. Also es sind 8, 16, 32 Fenster mal 5. Wir sind locker mit 160 1x1 Plates nur hierfür unterwegs. Für die Fenster, die werden natürlich auch nochmal so verbaut. Ne? Gehen wir das Ganze doch mal durch von außen. Ich finde cool, wie hier von die Blumen rauskommt, aus dieser Zelle da. Kommen noch zufällig, warum die da rauskommt. Und hinten ist auch nochmal eine spezielle Zelle. Ich kann mal gucken, ob ich die euch zeigen kann. Ja, wie sieht man nur hier, in dem da solche Fenster eingebaut sind. Schieben wir es mal wieder hin. Fangen wir doch mal an. Unten. Unten machen wir es nicht. Ich bin einmal komplett schon rumgerannt, aber fangen wir unten an. Ich finde cool, wie unten ein bisschen so Efeu angedeutet ist, quasi was hier hochwächst, wie so ein Zaun, der immer rumgeht. Ich finde, der ist auch schön gebaut soweit. Gefällt mir. Der ist schön dick, massiv. Ich finde, so eine alte Anstalt passt das. Hier vorne mit solchen Figuren angedeutet. Ich finde auch spannend, dass normale Lego-Torsos hier drin sein dürfen. Ich schmecke nicht. Bei dem Zaun, aber wenn ihr das Haus tragt, passiert gerne das mit dem Zaun. Er fängt ab, sich einmal so abzuschälen. Weil es ist ein Modul, dieser Zaun. Und dadurch schält er sich gerne ab. Das passiert, wenn ihr das Ding durch die Gegend tragt. Auf jeden Fall, dass sich es abschält. Er aber ist ja schnell wieder draufgesetzt. Ja. Bei dem muss man im Bau aufpassen, weil hier diese Dinger sind immer versetzt, damit man bauen kann. Muss man kurz aufpassen, aber ist kein Problem. Aber so kann ich euch hier unten die Fassade ein bisschen besser zeigen. Geht natürlich auch auf das Tor. Ja, hier ist der Eingang rein mit einer Tür. Das sind, meine ich, Prints. Ist lange her, das habe ich vor 6 Monaten gebaut. Hier haben wir auch Print. Innen drin sind, glaube ich, mal die Sticker. Ich meine, hier vorne, das sind Sticker, das sind Sticker. Aber zum Beispiel, das hier ist auch ein Print. Meine ich. Checken wir da nochmal. Ja, das ist auch ein Print. Und ja, natürlich haben wir direkt eine Überwachungskamera vorne am Eingang. 2 Stück. Die gucken manchmal komische Winkel nach Anleitung. Aber okay, boah, ist der eingestoppt, ja nett. Aber ich mag diese alten Videokameras von Lego. Also jetzt sind sie von Pandas, aber ihr wisst, was ich meine. So, da haben wir einmal zwei dieser Statuen hier vorne. Ich finde, die sind auch schön gelungen. Diese Schlange in die Hand zu kriegen der Figuren ist eine tolle Sache. Sie hält aber auch nicht lange. Bei der Figur hier drüben ist es mehr ein Problem, weil die Hand da jetzt mittlerweile ausgeleiert ist, fällt diese Schlange, die er in der Hand hat, sehr gerne raus. Man sieht, mal, ich kann es euch, glaube ich, zeigen. Oh lol. Könnt ihr es da sehen? Gehen wir auf den Winkel hier rein. So. Fokus hier vorne drauf kriegen. Da hat die Hand schon einen Crack bekommen. Deswegen fällt in die Schlange noch öfter aus der Hand. Naja. Ist nicht so schlimm, wenn das Ding rumsteht, verliert es nicht. Ansonsten sind hier draußen einfach ein paar Noppen. Sogar hier Jumper. Und genau. Die Seite ist jetzt nicht so spannend. Ich kann es euch mal zeigen. Aber da tut sich halt wirklich nicht viel an der Seite vom Gebäude. Da tut sich nicht viel. Sieht gut aus, aber es tut sich nicht viel, dass ich euch das jetzt gravierend zeigen müsste. Packen wir doch mal ihn hier wieder drauf. Ich bin
auch ein Profi. Also wie habe ich es geschafft, einen YouTube-Kanal zu öffnen über Noppenstein und ich mache sowas? What the fuck? Aber ja. Ihr habt gesehen, wie man das Set auseinanderrupfen kann. Das geht. Man kann auch quasi so einen Anschlag auf die Anstalt machen. Was? Ja. Wir gehen mal hoch. Ich habe die Blume kaputt gemacht, die sehr schön aussieht. Die ist im Bau nach innen nicht so ein Spaß, weil man muss da sehr aufpassen. Weil die Anleitung manchmal klein ist, muss man aufpassen. Und ich habe sie ein paar Mal neu gebaut und ich glaube, sie ist jetzt nicht wie in der Anleitung gewollt drin. Aber so hält sie für mich gut. Ich weiß nicht, ob ich mich da einfach komplett verbaut habe. Die Blume steht und ich finde, sie macht sehr schön Farbe in dieses Set rein, sonst wäre es ein sehr trübes Set. Wenn die weg wäre, wäre sie einfach nur grau. Und schwarz. Und rot. Aber ja. Genau. Ansonsten tut sich auf der ganzen Etage nichts, genauso wie oben drüber auch nichts. Wir haben jetzt diese kleinen Verzierungen überall. Ich finde, die machen ein schönes Detail. Auch, ich mag auch diese, wie sie aussehen, diese Eckdinger. Im Bau mag ich sie nicht, im Aussehen schon. Und tue ich an den Seiten auch nichts. Und dann haben wir das Dach. Ich könnte euch das Dach mal abnehmen und es euch so zeigen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich weiß noch nicht, wo ich das Haus da hinschiebe. Aber das Dach zeige ich euch jetzt mal. Und dann das Interieur. Gibt es im nächsten Video. Oder im übernächsten. Ich glaube, das kommt und schnappt erst. Aber dann gucken wir uns das an. Und hier kann ich euch auch gerade mal zeigen, wie die Lichtdinger aussehen. Die hängen hier einfach immer drunter. Hier ist ein Hebel, den man umlegen kann, wenn man nicht inkompetent ist. Und dann leuchten die. Ich zeige euch das Haus auch gleich nochmal beleuchtet. Aber erstmal jetzt ohne. Genau. Hier haben wir das Dach. Das Dach wälzt sich ein bisschen durch, aber es geht. Man kann es reinpressen, dann passt das. Genau. Hier auf dem Bettsignal, auf dem wir scheiden in den Himmel-Ding, ist auch eins drauf. Ja. Und man soll das Ding auf einen Jumper packen mit dem mittleren. Da ist kein Tube. Wie mache ich das fest? Deswegen sitzt es bei mir ein bisschen anders und macht dann komische Kreise, wenn man es drehen will. Ja, das funktioniert nicht ganz nach Anleitung, aber ist okay. Aber wir wollten uns das Dach mal von außen angucken. Und ich muss sagen, mir gefällt die Optik sehr gut. Mit diesem Turm in der Mitte, mit diesen Trans-Clear-Teilen drin, mag ich sehr. Hier vorne die ganzen Spitzen, die hier ankommen. Hier das, ist leider nach hinten nicht gebaut, aber sehr schöne Optik. Erinnert natürlich sehr an das Lego-Set, darf man nicht vergessen. Auch wieder diese Einhörner hier. Die Gargoyles an der Seite finde ich sehr schön. Und wie es jetzt auch einmal hier ganz rumzieht. Gefällt mir sehr gut. Auch dieser Schornstein, ich kann euch mal zeigen. Ich finde, der ist auch sehr gelungen für das Modell. Gefällt mir. Das Bettsignal. Warum hier oben diese Kiste steht, weiß ich nicht. Bin ich nicht so gut in der Laut drin. Passt. Hier auch natürlich eine Wachungskamera, muss ja sein. Print. Und dann kann man hier rein. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Und hier haben wir nochmal eine Tür nach unten zu einer Treppe, die grauenhaft sind. Dazu kommen wir noch. Die Treppen in diesem Set sind es wirklich nicht. Die sind es wirklich nicht. Genau. Wir haben jetzt schon einen Zaun drum. Das passt. Ich mag das Dach. Das Dach ist wirklich gut gelungen. Und man merkt, sie sparen nirgendwo an Fliesen. Selbst das Dach ist zugefliest wie nichts. Innen drin sind überall Fliesen. Das erklärt auch ein bisschen die Teileanzahl. Es sind Fliesen bis zum Umfallen in diesem Set drin. Man könnte sagen, das Set lohnt sich zum Ausschlachten, aber das ist ein 7000 Teile Set, das kauft man sich nicht zum Ausschlachten. Ja, aber es ist ein sehr schönes Dach, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut, das Dach. So, ich mache jetzt mal das Licht überall an und zeige euch das Haus dann einmal beleuchtet. Und dann, ja, dann sehen wir es sofort. So, da ist es einmal an, man sieht es leider nicht so gut. Muss ich hier... Ja, hier sieht es natürlich besser aus. Hier oben, das, ich weiß nicht, ob man damit Sternzeichen immer mal hat. Keine Ahnung. Hier haben wir die Kantine einmal komplett beleuchtet. Hier ist leider so ein Eckraum, deswegen ist der nicht so gut beleuchtet. Genauso hier unten kommt es auch in diese Ecke nicht rein, weil da ein Raum ist. Und unten, dadurch, dass da keine Fenster sind, sieht man nur so einen Strahlen hier unten vom Licht. Ich kann mal die Tür aufmachen. Ja, da seht ihr eine Treppe liegen, weil die sind absolut scheiße in diesem Set. Ja, dann scheint es da unten raus. Und ich finde, das sieht so schon sehr schick aus. Ich zeige es euch nochmal von hinten. Auf der Kamera sieht es leider absolut nicht so gut aus wie in echt. Da ist das hier schon eine bessere Optik. Oh, das sollen wir kurz wegdrehen. So.
Das ist schon, ja, und dieses Dach wegert irgendwie gar nicht mehr. Ich habe gesagt, das sind gute Teile, aber wie dieses Dach macht mich fertig. Man sieht, diese Kamera kriegt es nicht, wie es kriselt. Es sieht sehr schön aus, finde ich, im Dunkeln. Ja, aber wenn man jetzt wieder Licht an, Kamera wird sich jetzt schocken. Und die Pegel geht's runter. Ja, wir sind jetzt durch. Das Set von außen. Wie ist auch lang genug geworden. Alter, das ist verstaubt hier hinten. Ich zeige euch doch nochmal hier von vorne. Oder wenigstens ein Großbild so. Wechselt auch kam. Wir machen heute nicht mehr das Interieur. Ich werde das heute wahrscheinlich auch nicht aufnehmen. Deswegen, falls ich irgendwas doppelt laber, irgendwie auf was ich heute erwähnt habe, nicht erwähne. Also, ich heute erwähnt habe, im nächsten Video nicht erwähne, liegt das daran. Wenn es euch auffällt, meckert mich gerne deswegen an. Vielleicht machen wir nochmal ein Ergänzungsvideo, wo ich dann die Sachen nochmal bespreche. Ich wollte vielleicht eh nochmal ein Video machen, wo wir die Türen, die Treppen fixen. Dann können wir irgendwie da ja noch ein bisschen darauf Bezug nehmen. Und dieses Dach macht mir gerade Probleme. Ja, es sind genug Noppen da. Hier ist eine Noppe. Dann haben wir hier wieder eine Noppe. Eine Noppe. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir noch einmal erzählen. Es wird gerade absolut nicht mehr. Bis zum nächsten Video muss ich auch nochmal gucken. Vielleicht ist gerade auch die Wärme irgendwie ein bisschen durchgebogen. Aber ja, wir sind hier durch. Schreibt mir auch mal ein bisschen in die Kommentare, bevor wir in den Innenraum kommen, einfach nur von außen. Und genau. Ja, sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Baba schön, bleibt gesund.